Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Divinity Original Sin. Liebe Leute, in der Aufnahmepause habe ich mich schon da ein bisschen umgeschaut im Wüstengebiet. Ich kann euch mal geschwind sagen, wo wir uns auf der Karte befinden. Nämlich da. Und ich habe mich was entdeckt. Da unten, da ist wer. Schaut's einmal. Frederick. Ich habe halt keine Ahnung, was der tut, ob der freundlich ist oder so. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal hin. Diese verfluchte Imp. Freund oder Feind, Frederick? Oh, bless you for coming to Frederick's aid. He's been attacked, turned upon by his imp slave. Cast down this hillside like an aged parent of a cragged sea cliff. Okay, also sei Imp-Sklave hat ihm da runtergehaut. Wer genau seid ihr? Frederick is unimportant. He is naught but a cog in the machinery of the great. Dafür das Gute kämpft, ne? Das schaut jetzt ja noch makellos aus, ne? Anhänger der Göttin, bla bla bla. He is a devotee to the goddess, to the Church of the Immaculate, to liberty, destiny, justice and beauty, to scholasticism. Das ist mit Skepsis. And Frederick finds himself wary of it, to be quite honest. Ihr habt einen Impfsklaven. Don't look so surprised. Imps have a long history of compulsory service to the superior races of Rivalon. Frederick would be a fool to refuse the services of the realm's finest bloodstone sniffing beast on moralistic grounds, no matter. Was diesen Blutstein angeht. Precious like the silence in a house newly emptied of a visiting mother-in-law. The bloodstone? Give it here, come. Frederick wants to march back to the Immaculate Temple on two strong legs. Was? Ich kann jetzt. Ja, ich habe zwei Blutsteine im Inventar. Kann ich auf mein Tagebuch. Kann ich jetzt gerade nicht zugreifen. Wir sollten ihm den Stein geben. Sein Bein befindet sich in einem schlechten Zustand, oder? Ich denke, es ist besser, wenn wir den Stein behalten. Eine heilende Reliquie scheint mir ziemlich nützlich zu sein und wertvoll noch dazu. Ich kalt den, ich werde den sicher nicht für einen Makellosen ausgeben. Ich denke, es ist besser, diesen Stein für uns selbst zu behalten. Ein Heilungsrelik scheint eher nützlich, nicht zu mention valuable. Und how? What do you mean, you're keeping it for yourself? That's Frederick's Stone. Like a bigoted grandfather serviced by a kindly immigrant postman. You'll realize the error of your ways sooner or later. Und jetzt kann er einfach gehen. Wolbrath grins arrogantly at the still suffering Frederick, leaving you no doubt he heartily approves of your decision not to spend the power of the Bloodstone on an Immaculate. Your eyes fill with cruelty, Wolbrath. I thought I'd never see the day, but I'm glad I have. Also der Wolbrath ist absolut auf unserer Seite, aber wo ist jetzt der Frederick hingegangen? Okay, jetzt war es mein Tagebuch. Fredericks Blutstein. Wir entschieden uns, den Blutstein zu behalten. Oh, ich hoffe, das war richtig. Wir fanden einen verwundeten Makellosen, der von seinem Imp-Sklaven eine Klippe hinuntergestoßen worden war. Er bat uns, den Imp zu finden und ihn zu ihm zu bringen. Klippe hinuntergeworfen. Also muss der dann irgendwo da oben sein, schätze ich mal. Hm. Wo ist jetzt der Frederick hingegangen? Ist der einfach verschwunden? Da unten? Ah, da haben wir vorher schon gekämpft. Oh, da oben. Oh Gott, Achtung, 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 Achtung. Da ist die Spinnenkönigin. Okay, werden wir jetzt da die Klippe hochgehen. Und schauen, ob wir da eventuell einen Impf finden. Der den Frederick darunter gehaut hat.
Müsste dann da wo sein, ne? Frederick last saw the imp at the top of this cliff. Huch. There isn't a soul in sight. I'm crawling like a rat. He must have hidden in the cave Frederick mentioned. What did he call it? The Lair of Maraschino? Verstecktes Maradinho eher, oder? Gadasha the Bountiful be praised that we have made it out of that hell-sent sandstorm. The hour grows so very late, so very quickly. Wollt ihr mir vielleicht erklären, wieso ein bisschen Wind euch so erregt? I've told you parts of the saga that is my life, Hunter. But I have yet to divulge the true reasons for my haste. Perhaps, at long last, I had better do so. Er möchte uns jetzt von seiner Vergangenheit wieder mal erzählen. Erzählt mir bitte über eure Vergangenheit, Jehen. Oh, bitte. By all means, if you're in the mood for such a dark tale. Okay, warte mal. Alles haben wir eh schon alles. Ich werde mal da einfach geschwind durchdrucken. Like a savage, I lived once. I was a young man. I knew my life. And so, but then one day, a young woman visited my kingdom. She was a poetess and a storyteller. People in time. Resolve. Yes, it is my resolve. Balbarith. Either I fail and suffer for all time. Or I win, and life everlasting. My instincts tell me he hides from sight in Phantom Forest. I could have guided you there, of course, but your own quest seems to push us inevitably in that. Maybe we'll both find answers. Answers and conclusions in that. That is a good quest, poor man. Like all men, he's a fool. Oh, but how I long to be wise. More prey of. Okay, Schatz, haben wir unser Tagebuch aktualisiert. Der dunkle Pakt des Königs. Jehen erzählte uns seine Geschichte. Er war ein stolzer König, der Opfer eines seelenfressenden Dämons wurde, den er einst liebte. Er ging einen Pakt mit einem Dämon namens Balbarith ein, derselbe, der auch den Geisterwald heimsucht, und tauschte seine Gesundheit gegen eine Seele ein. Ein Pakt, der 1000 Jahre halten sollte. Fast 10 Jahrhunderte später hat Jehen Balbarith gefunden und plant nun, ihn zu töten. Okay, ja, nice. Ach, Schätze, man kann da reden. Wenn es sein soll, muss es so sein. Jehen muss das ernten, was er gesät hat. Ein Ende, ja, aber kein tragisches. Es ist noch Zeit, den Dämon zur Strecke zu bringen und Jehen zu retten. Indeed. Ja. Ja, ja, ist ja der Pakt mit Dämon eingegangen. Aber wir wollen ihm natürlich helfen, von diesem Pakt loszukommen. Verborgener Unterschlupf. Da muss dann der Imp drinnen sein, oder wie? Oh, da hat der Fledermäuse. Ey, schaut mal, die Truhe. Verziertes Schwert. Okay, und da ist höchstwahrscheinlich der Imp hingeflüchtet anscheinend, ne? Hat's ja Kassen. Also bin ich schon gespannt. This place reeks of stagnant magic. If you were constructing a secret cave lair, I doubt ventilation would be your first priority. Ach, abgestandener Magie. Was soll denn das jetzt heißen? Gibt's da hinten was? Hm, nein. Das schaut aber sehr interessant aus, da. Wolgraf signals you to be cautious. There are enemies nearby. Was? Ah, schaut mal, ist ein magisches Geschloss. Magisches. Ah ja. Das kann man mit so einem Zauber öffnen. Aber vielleicht findet man da irgendwo einen Schlüssel oder so. Wir schauen uns jetzt erst einmal um in der Höhle. Bausatz für Bogenteil 2. Wolgraf signals you to be cautious.
There are enemies nearby. Es gibt Feinde in der Nähe. War da jetzt wo eine Druckplatte? Haben sie die da versteckt, die Feinde, oder was? Vielleicht kämen die da aus den Lichtern raus oder so. Ich meine, da mal. Da ist irgendwo eine Druckplatte. Da. Die Ratte läuft da waren drüber. Ah, oh Gott. Was ist denn das? Rafflesia abominabla. Untersuchen. Okay. Ja gut, da würde ich sagen, einfach mal draufhauen, oder? Geht sich gerade nicht aus. Geht sich auch nicht aus. Ja gut, Bluten werde ich jetzt nicht zufügen können, aber... Es hat trotzdem recht viel Schaden verloren. So, Jayhan. Werde mal einen Blitzschaden. Okay, Blitzschaden macht nicht sehr viel Schaden. Ich glaube, dass Feuer sehr viel ausmachen wird. Aber die tun wir erst verstärken. Und diese Mantis geht in die Offensive. Zack. Ich glaube, ich werde Feuerschwert geschwind ausrüsten. Erde, Feuer, sind zu weg. Okay. Okay, also Feuer macht sehr, sehr viel Schaden. Dann rüste mit ihr Magelfeuer aus. Okay. Oh. Immun gegen Furcht, sehr gut. Ah, immer dieses Gift, das ist so. Hey, Woolgraf, wo laufst du hin? Ah, er hat Furcht oben. Ah, Woolgraf, brauchst doch keine Angst haben. Ich tue gleich mal als Vorsichtshalber da ein bisschen Heilung rauf. Ah, shit. Na gut. Dann geht der Pop einfach mal da. Okay, also Feuer mit den Feuerwaffen und so ist nicht so schwer dann. Okay, ich glaube, er rüstet da geschwind seinen Feuerstab aus. Okay. So, die Symantis, wenn ihr am Wirbler, geht sie gerade nicht aus. Schau mal, geht da her. Ah ja, schaut's jetzt aber. Zack! Na ja, haben wir so drauf. Nice. Und das gehört dann auf das Viech dann, oder? Schwupps! Okay. Oh, wow, 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 okay. Die Mantis heute schaus. Da kann ich nirgends hin, oder wie?
Wieso aus der Sichtweite? Das verstehe ich nicht. Na komm, bleib ich halt mal stehen. Zack. Ah, schaut, dieser wird schon betäuben können, das kleine Viech da. Ist unsichtbar. I invoke the power of the giants. Gut, dann geh einfach mal. Ja, komm, ich hab auch so drauf. Okay. Boah, was tut das jetzt? Was tut das? Boah, das ist voll unheimlich. Was tust du? Ist da jetzt noch eine Feuerfläche oder so? Ich sehe halt nichts, ne? Ich lade schon mal da rein. Brennend fehlgeschlagen. Unsichtbar. Hä? Bin noch vor dir? Okay, Woolcraft, geh lieber wieder zurück. Okay, komm, lass mal so. Steh hinter da mal Heilung auf dem Woolbreath. Das war jetzt ein bisschen blöd. Hä? Ich trau mich ehrlich gesagt nicht, dass ich da jetzt so einen großen Fireball reinhau. Ich warte einfach mal ab und schau. Ach schau, diese Mantis kann draufhauen. Aber nur einmal. Naja. Schauen wir mal, was das Viech da tut. Voll schräg. Okay, der Jayen lässt einfach mal regnen. Dann kann der Woolgriff und so auch mal zum Viech zubieren, nicht da verbrennt zu werden. Heilung auf die Simantis. Was? Das ist so schräg, Mann! Jetzt kann ich draufhauen. Dann holen wir uns nur Leben zurück. Boah, Gott sei Dank! Das tut nur immer so. Warum tut das so? Da war wieder so eine Druckplatte, habt ihr das gehört? Lauter Pilze, Apfel. Apfel, 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 Apfel.
Ui, lag der Tomatenstauden. Sehr cool. Ah, Mann, nimm doch einfach die Tomaten. So, und dann mal das dann looten. Eine Liebesgranate. Schaufel, Kürbis, Kürbis, Kürbis. Okay, mit den Druckplatten muss man merken, dass ich da vielleicht dann noch irgendwas machen muss. Ach cool, schaut mal, das ist ein Diamant. Oh, der Imp! Okay, mit dem reden wir gleich. Hallo, Herr Imp. Kann ich nachher helfen? It's heating up. No way out. Master will kill you. Ah. Shouldn't have done it. Shouldn't have done it. No, 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 bad yox. Erzählt mir von euch. No, 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 bad yox. Erzählt mir von eurem Meister. No, shouldn't have done it. Shouldn't have. He must be. He must. Little Imp is too weak to kill a great master. Too small. Yox only pushed him once, just a little. Okay, also er sagt, er hätte seinen Meister jetzt nicht runterstürzen sollen. If only Yox had courage. If only Yox were brave, like a great brave. Yox scrambled into this cave to hide. Hide from Master till the end of time. Do you think Master will find Yox here? Oh, but Yox simply can't run away. His legs are like marmalade. Ich glaube, ich habe noch nie eine Kreatur getroffen, die so ängstlich war. Dieser Imp sollte hier bleiben und hoffen, dass sich sein Meister nicht auf die Suche nach ihm macht. Oder? Was versteckt er sich hier, während sein Meister auf seine Rückkehr wartet? Es ist für Yox an der Zeit, die Suppe auszulöffeln. Also... Ich darf dem ja einfach mit zum Ende der Zeit nehmen, oder? Das wäre doch auch cool. Ich nehme, glaube ich, das zweite. What is he doing cowering here while his master awaits? That's right. You're right. Yes, of course. Yox is master's slave. A slave forever must. Oh, so wollte ich das aber nicht. Nein, jetzt nein. Ich laufe einmal nach. Okay, so wie es aber nicht gemeint, Yox. Da ist er. Okay, er läuft jetzt wieder raus. Aber wir wissen ja, dass der Meister... Also, ich schätze mal, es ist der Frederick, ne? Den haben wir ja weggeschickt. Und deshalb bin ich jetzt gespannt, wo er hingeht überhaupt. Da unten ist er. Er geht... daher, okay. Jetzt haben wir aber nur geschwind reden mit ihm, würde ich sagen. Schauen, was da jetzt passiert. Wohin denn? Halt, du, warte. Okay, er ist weg. Tagebuch. Sklave und Meister. Blam, blam. Der Imp soll zu Frederick zurückkehren. Der Imp floh, nachdem er seinen Meister tot aufgefunden hatte. Jetzt ist er frei. Naja, ist doch auch schön. Mir jetzt mal interessiert, wie das anders gewesen wäre, wenn man... Ja, was ist das? Also das habe ich schon gelootet. Werde jetzt geschwind einmal da hochgehen. Was anders gewesen wäre, wenn der Frederick jetzt noch dort gelegen wäre und der Imp zu ihm gerannt wäre. Dann wäre ja auch schon wieder alles anders gewesen.
Aber das ist halt das Spiel, ne? Man muss halt Entscheidungen treffen. So. Aber ich möchte mich jetzt in der Höhle da nochmal umschauen. Vor allem, da war ja so eine komische Tür, ne? Mit so einem magischen Schloss. Aber ich würde sagen, dieses Rätsel werden wir erst in der nächsten Episode lösen. Wir sehen uns. Bis dahin, liebe Leute. Ciao.